Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Schon seit Tagen starre ich diese neue an, denn sie kommt mir unglaublich bekannt vor, aber ich traue mich nicht, sie zu fragen, woher wir uns kennen könnten. Eigentlich ist das auch unmöglich, denn sie ist gerade erst hergezogen und hat noch nicht in Stuttgart gelebt. Trotzdem beschleicht mich das Gefühl, dass wir schon lange bekannt sind. Prompt dreht sich der Kopf zu mir um und ein paar grüne Augen schauen mir lächelnd entgegen. Die Röte steigt mir ins Gesicht und ich schaue peinlich berührt weg. Na, da habe ich dich ja wohl erwischt, kommt Mia neckend von der Seite und rammt ihren Ellenbogen in den Bauch, nachdem wir mit dem Seminar fertig sind. Sorry, ich habe mich mal wieder total in meiner Welt verloren, sag ich lachend und versuche die Situation zu überspielen. Mia legt den Kopf lächelnd zur Seite und starrt mich ein paar Sekunden an. Verwirrt starre ich zurück und für eine gefühlte Ewigkeit starren wir uns einfach nur blöd an, bis endlich Jonas und Marc sich zu uns gesellen. Na, was machen wir heute Abend? Meine Mitbewohner sind nicht zu Hause, wenn ihr wollt, könnt ihr zu mir kommen, lade ich die drei ein. Jonas, Marc und ich kennen uns schon seit dem Kindergarten. Obwohl wir Mia erst seit kurzem kennengelernt haben, hat sie sich perfekt in unsere kleine Gruppe integriert. Es ist so, als ob sie schon immer ein Teil von uns gewesen ist. Obwohl ich es manchmal unheimlich finde, wie perfekt sie von Tag 1 in die Gruppe reingepasst hat. Und doch bin ich froh, dass sie da ist. Das ist ja ein süßes Bild. Wer ist das? Fragt Mia, als sie sich ein Foto auf meiner Kommode anschaut. Das sind Jonas, Marc und ich. Ha, mein Gott, sahen wir da noch alle unschuldig aus, lache ich. Und wer ist das? Fragt sie und deutet auf ein blondes Mädchen. Das ist Christina, sage ich murmelnd und fülle die Chips in eine Schüssel um. Geht die auch auf unsere Schule? Fragt sie neugierig. Nee, sie. Wir sind nicht mehr miteinander befreundet. Oh, okay, was ist denn passiert? Ich nehme einen tiefen Atemzug. Warum bohrt sie da so nach? Wir hatten unsere Differenzen, haben uns einfach auseinandergelebt, sag ich achselzuckend und um vom Thema abzulenken, bitte ich sie mir bei den Snacks zu helfen. Wie wär's mit Wahrheit oder Pflicht? Fragt Mia, als sie die Getränke an uns verteilt. Genüsslich sippe ich an der Cola. Wahrheit oder Pflicht? Sind wir nicht alle ein bisschen zu alt für sowas? Fragt Jonas augenrollend. Für Wahrheit oder Pflicht ist man nie zu alt. Kommt schon! Sagt sie aufgeregt und etwas widerwillig hole ich eine leere Flasche. Wie erwartet hört der Flaschenhals auf, sich bei mir zu drehen und ich nehme Wahrheit. Was ist mit Christina passiert? Fragt sie und schaut mich gebannt an. Jonas, Marc und ich wechseln erschrocken die Blicke. Warum fragst du über Christina? Fragt Marc verwundert und seine Stimme ist etwas heiser. Ich habe vorhin ein Bild von euch vielen gesehen und habe mich gewundert, warum ihr nicht mehr miteinander befreundet seid. Dann hieß es irgendwas von Differenzen, fragt sie und schaut uns mit großen Augen an. Ich beiße mir auf die Lippe. Also, wir hatten einen Streit und sprechen seitdem auch nicht mehr. Außerdem ist sie weggezogen und da hat sich mit dem Kontakt eh erledigt, sag ich und atme erleichtert auf. Und warum habt ihr euch gestritten? Bohrt sie weiter nach und kleine Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn. Auch Jonas und Marc sehen ziemlich angespannt aus. Wir sind damals in der 9. Klasse in Schwierigkeiten geraten und Christina war diejenige, die uns den Ärger eingebracht hat. Deswegen haben wir seitdem die Freundschaft beendet, antwortet Jonas an meiner Stelle und ich nicke ihm dankend zu. Ich denke, wir können die Flasche jetzt mal weiter drehen, sagt Marc und stupst die Flasche an. Nach einer Weile bemerke ich, wie ich langsam müde werde. Ich stehe auf, um mir ein Glas Wasser zu holen und taumle ein wenig. Geht's dir gut? Fragt mich Jonas, der auch etwas wackelig auf den Beinen zu stehen scheint. Ich weiß nicht, mir ist ein wenig schwindelig, sage ich und berühre meine Stirn. Alles fängt an, von meinen Augen zu verschwimmen. Ich glaube, ich muss mich kurz hinlegen. Ja, ich glaube, das solltet ihr alle tun, höre ich Mias Stimme und blicke zu ihr. Mit herabschauendem Blick schaut sie uns an und sippt ganz alleine an ihrer Cola. Mia? Frage ich stotternd, doch schon im nächsten Moment verliere ich das Bewusstsein. Ich wache von einem Albtraum auf, der gefüllt mit wilden Schreien gewesen ist. Ich will mir die Augen reiben, doch irgendetwas stört mich dabei. Ich schlage die Augen auf und realisiere, dass meine Arme hinter meinem Rücken zugebunden sind. Was zur Hölle? Plötzlich füllen laute Schreie den Raum und ich schrecke auf. Das Blut gefriert mir in den Adern, als ich Mia erblicke, die mit einem Messer gerade irgendetwas an Jonas Oberschenkel macht.
Mia, was tust du da? Hör sofort auf damit! Schrei ich sie an und sie blickt in meine Richtung. Guten Morgen, gut geschlafen? Ich glaube, die Drogen, die ich in die Cola gemischt habe, waren ein bisschen zu stark für dich, hm? Fragt sie und lächelt mich teuflisch an. Meine Stimme bleibt mir im Hals stecken. Ich drehe den Kopf hin und her und erblicke Mark, der noch immer bewusstlos auf dem Boden liegt. Doch als ich genauer hinschaue, fängt mein Herz an zu rasen. Mark! Mark, wach auf! Schrei ich aus voller Kehle, doch er bewegt sich kein Stück. Er liegt in einer dunkelroten Blutlache und ich kann ihn nicht mehr atmen sehen. Du kannst so viel schreien, wie du willst, er wird dich nicht mehr hören. Sagt mir, meine Schreie werden von Jonas schmerzzerreißenden Rufen übertönt. Warum tust du das mir? Frage ich und ein unaufhörliches Zittern, begleitet von einem Tränenanfall, überkommt meinen Körper. Lea, heuchelt Jonas. Das ist nicht mir. Und er spuckt Blut. Genau, das ist nicht mir, sondern Christina, antwortet sie und macht einen übertriebenen Knicks. Mein Kopf fängt an zu schmerzen. Christina, aber Christina ist doch tot? Beendet sie meinen Satz und blickt mich mit zusammengekniffenen Augen an. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, meine Liebe. Ich bin quicklebendig, sagt sie kalt und rammt im gleichen Moment mit voller Wucht das Messer in Jonas Oberschenkel. Nein! Schrei ich weinend auf, doch es ist zu spät. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, sehe ich, wie Jonas Kraft schwindet. Ihr habt es alle verdient. Ich war diejenige, die uns Ärger eingebracht hat. Ist es nicht das, was du vorhin gesagt hast? Dass ich nicht lache. Wir sind alle daran schuld, dass diese Familie gestorben ist. Wir haben das Feuer gelegt. Und ihr wolltet mir die Schuld in die Schuhe schieben. Schreit sie mich wütend an. Und als ihr gecheckt habt, dass ich dahinter gekommen bin, da habt ihr diesen grandiosen Plan geschmiedet, um mich loszuwerden. Nun, wenn du das nächste Mal jemanden vergiften möchtest, dann solltest du checken, ob du der Person auch genug Gift ins Getränk reingetan hast. Meine Gedanken rasen. Jetzt macht alles Sinn, warum sie mir so bekannt vorkommt. Sie sieht zwar anders aus mit ihren dunklen, kurzen Haaren und vor allem anscheinend nach auch noch farbigen Kontaktlinsen, doch es ist zweifelsohne Christina. Bitte Christina, es tut mir leid, wir waren doch alle noch Kinder, wir wussten nicht, was wir taten. Schluchze ich, doch sie schüttelt nur den Kopf. Nur Kinder, du Miststück? Ich dachte, wir wären die besten Freundinnen und dann willst du mich loswerden? Tja, niemand kommt ungestraft davon. Zischt sie mich wütend an und das nächste, was ich spüre, ist ein glühender Schmerz, der sich über meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich blicke auf mich herab und sehe, wie mein Shirt sich dunkel färbt. Christina, bitte verzeih mir, ist das Letzte, was ich noch sagen kann. Rotte in der Hölle, kann ich nur noch hören, bevor die Welt um mich herum immer dunkler wird. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.